Das hier. Für 15 Einblick und 2000 Tar. Dass wir. Bonus auf Gift Damage haben. Deswegen mochte ich den so. Du hast ja diesen geilen Buff, dass du Leute vergiften kannst und du heilst dich, wenn du vergiftet bist. Und der Damage, den wir jetzt gerade zugefügt hat, ist eigentlich wieder negiert von alles andere. Gut. Nee, aber fast. Ja, ich habe gehört, dass er gerade seine Klinge rauszieht. Ja, ein bisschen aufpassen soll ich trotzdem. Ruhig mich vergiften lassen, mich stört es nicht. Da stand hier drüben, ne? Der Typ, der gerade auf mich geworfen hat. Der hat gerade durch die Wand. Wand getroffen. Hinten steht noch einer von denen. Vergifte mich. Danke. Mortal Shell, das einzige Spiel, wo ich vergiftet werden möchte. Nice, wieder vergiftet. Gift ist so OP auf den Typen hier. Ja, das ist so verrückt. Okay, da hinten liegt noch so ein großer. Frage ist, was bewachst du? Ich glaube, da hinten ist der Zwischenboss. Okay. Ich glaube, da hinten ist der Zwischenboss. Da wollen wir noch gar nicht hin. Lol. Hoppla. Wir wollen uns erstmal umgucken. Oder umschauen, weil hier liegt nämlich noch das ganze Zeug für die Waffen und so. Aber es scheint so, es müssten wir da rein. Außer also hier ist noch irgendetwas. Hier ist ein Sarg. Ah. Die Verbesserung für unsere Waffe. Nice. Okay, dann müsste ich nochmal zurück zum Amboss. Ich will nicht ins Hotel, sorry. Der erste Metrier gab weder Blut noch Körper. Nein, er gab so viel mehr auf, um unseren Glauben zu erhalten. Er gab sein Gedächtnis, alles, was er erblickt hatte, versiegelt in Eis. Wenn er taut, dann öffne dein Mund und stille dein Herz, empfange sein Geschenk, erinnere dich an das, was zuvor kam. Ich erstmal ins Bordell, logisch will ich ins Bordell. Währenddessen ich in Yakuza Zero erstmal Frauen wetten, die gegeneinander wrestlen. Yakuza Zero ist so verrückt, ey. Okay, wir verbessern natürlich unsere Waffe erstmal.
Der Griff wird dann kälter aus, je näher man im Zentrum eingefangen ist und anfasst. Klinge des Meteors. Erhalte genug Entschlossenheit durch den Angriff auf Gegner, um eine mächtige Waffenfähigkeit zu aktivieren. Ja, wir können halt unsere Waffe boosten. Das kann unsere Waffe. Wir können das ja nochmal verbessern. Das gibt's halt. Das gibt's dann hier irgendwo. Das ist halt jede Waffe. Jede Waffe hat so eine Fähigkeit. Ja. Diese besser macht, die ihn halt Entschlossenheit kostet. Bei der ersten Waffe war es zum Beispiel, dass wir halt so einen komischen Speer herbeirufen, quasi. Den Angriff haben wir so ein bisschen im Tutorial gesehen. Das ist quasi der Angriff. Und ich würde sagen, ich rüste mir mal ganz kurz die Giftpilze aus. Weil die schließlich hier uns noch hier Dings geben. Liegt hier noch was? Ja. Die Überreste beim Predigen. Hier liegt noch was. Verdorbenes Essen. Nice. Ich glaube, das vergiftet uns auch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu diesem Zwischenboss. Die Kamera hat sehr viel Spaß bei diesem Zwischenboss. Und reden wir mal nicht darüber, dass er sehr scheiße ist, mich zu treffen. Ja. Sieht sehr schön aus. Ich bin eigentlich ausgewichen, ey. Sehr sympathisch. Ich bin resistent gegen das Gift geworden. Oder? Noch nicht. Oh. Jesus. Okay, first try. Schwierig. Sehr schwierig. Kiste. Oh. Eine Verbesserung für unseren Parry. Many died dragging that beast down here. He served as a slave. A guardian, that they would worship unfettered, enshrined in ice. Can you blame them? The perversity of living has always been its ever-changing nature. So, then, would you like another sip? Puh. Was habe ich gesagt? 15, ne? Von 15 sind wir noch weit entfernt. Manuskript des Trotzes. Goldene Glocke. Okay. Winterliche Ebene. Achtung, winterlich.
Ich liebe das. Also, wie die Karten aufgebaut sind, finde ich auch cool. Das hat auf jeden Fall was. Und ich würde sagen, wir gehen zuerst. Eigentlich will ich gar nicht da erst lang gehen. Ich weiß nicht mal, wo ich lang muss überhaupt nochmal. Ja, wir finden schon den Weg. So viele Wege haben wir ja hier unten nicht. Hier ist zum Beispiel schon mal eine Kiste. Während hier unser alter bekannter Freund wieder steht. Ja, komm, vergifte mich. Danke. Das Gefühl, ich habe eine Giftresistenz aufgebaut. Wie sind die so geil? Inschrift. Die erste Person überkam mich wie ein Wachtraum. In einen großen Kammer geworfen, ja, blickte ich einen Maid mit einer Krone aus Wintelgras. Im Hand umschloss meine Kehle und ich zitterte. Mein Körper bete und ich kam in meinen Gegenwart wieder zu sinnen, doch ich fühlte ihren Griff noch wie einen eisernen Kraken um meinen Hals, der uns auf ewig verbindet. Warum habt ihr das auch so klein geschrieben, ey? Bruh, Leute, schreibt das doch nicht so klein. Es gibt Leute, die sind blind. Ich zum Beispiel. Jesus. Christ, was geht denn hier ab, Alter? Tolle Begrüßung, by the way. Hallo. Ja, nett von euch. I smell danger. Das ist jetzt ein langer fucking Weg zu meiner Hülle hoch. Und ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Bin ich gerade ein bisschen ehrlich. Nein. Ich finde es auch schön, also, schön, dass man einfach immortal ist, wenn man aus der Hülle gekickt wird. What the fuck? Das Spiel heißt Mortal Shell, nicht Immortal Shell. Ich glaube, das Spiel hat ein bisschen den Namen verfehlt. Schön. Ah, den Damage, den er da macht, ist nicht so schlimm. Den kann man nicht wieder. Den können wir wieder ausarbeiten, tatsächlich. Bitte hinterfragt jetzt nicht, was hier gerade passiert ist. Ich habe selber keine Ahnung. Ich steck fest, Spiel. Danke dafür. Irgendwer hat hier gerade geschrien. Und nein, das war nicht mein Magen. Ey, das Ding ist, mich würde jetzt gerade ein bisschen interessieren, wo ich gestorben bin. Das würde mich gerade ein bisschen interessieren. Hey. Mir gerade ein bisschen
Hallo? Meine Güte, ey, ist das Shit nervig. Dafür sind Schilder da, I guess. Dass sie nervig sind, aber trotzdem. Ich frage mich, also, ich frage mich. Wo? Ich kann hier nur einbüßen. Entweder ich fress den Damage oder ich fress den Damage nicht. Danke, Spiel. Meine Güte, ey. Puh. Okay, wir kriegen gerade sehr viele Dings. Wo bin ich gestorben? Würde mich wirklich interessieren. Das muss doch hier in der Nähe sein. Ich glaube, hier liegt meine Leiche. Sprich, ich glaube, wir haben gefunden, wonach wir suchen. Ja, ich habe meine Leiche gefunden. Nice. Mann, bin ich weit drunter gestürzt. Aber hey, muss sagen, ne, nah dran an meiner Hülle. Der Typ ist nervig. Okay, hier stehen noch mehr. Danke für diese Willkommensparty, finde ich nice. Dass man den Gegner voll wegschleudern. Verstehe nicht, wie Leute nicht diese Waffe mögen können. Die ist doch cool. Ich stehe da auf. Zack. Sein Schild ist weg. Damit sein nervigstes Feature. Und her mit dem Waffen-Upgrade. Nice. Das Problem ist, ich habe keinen Amboss. Das ist mein Problem. Warte, seid ihr eigentlich gerade heißen? Ich bin bis fast runtergestürzt. Ich hätte in den Boss reinlaufen können. What the fuck, Alter? Nette Treppen, by the way. Tja, was machst du jetzt so ohne Schild, hä? Ohne Schild bist du schon ein bisschen nutzlos, würde ich sagen. So, hier drüben stand noch einer. Ja, ich hab's mir gemerkt. Ich weiß, seltenes Unterfangen, ich merke mir Dinge. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Das ist heftig, ich hab schon weiß das. War das meine Hülle oder die Gegner? Das ist hier die Frage. Beides. Ich brauche unbedingt dieses Giftverbesserung. Ah ja, vergifte mich ruhig weiter. Oh, hallo. Lass mal den Gegner vorbeirennen. Danke. I appreciate the poison.
Eieieiei, halten wir's aus, ey. Wo geht's denn hier lang?